stuff. Das ist jetzt 20:18. Das ist ja eine Höhle auf Muna in Südost-Sulawesi und dort ist die einzig bekannte prähistorische Höhlenzeichnung eines Menschen, der einen Drachen steigen lässt. Man muss sich auch mal ein bisschen erholen. Ja, dieser Drachen wurde 2007 auf dem internationalen Drachenfest in Jakarta mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Was hier an diesem Drachen auffällt, ist natürlich die natürliche Gestaltung einer Rikscha, wie sie heute auch im Gebrauch ist, mit extrem dünnem Material, mit einfachsten Mitteln, aber mit sehr viel Sachverstand konstruiert und einer Vielzahl von Verbindungstechniken, sei es modernes Klettband oder seines Gummiringe. Der Erbauer heißt Suprianto und ist ein bekannter Drachenbauer in Indonesien. This is gay, Gabby. Hat in der Mitte welche rausgenommen, hat sich reingesetzt und bei so einem Wind, wie wir ihn heute ungefähr haben, nach oben ziehen lassen. Das glaube ich war erstmal ein Grob.
ist stark, das ist klar, es ist ein bisschen heftig. Tomorrow you will get your 10 back. Für Sie
bis 18 Uhr abends jeweils. Italien wird es jetzt machen und darauf bereitet sich der Karl Robinshaw aus England mit seinem Revolution, ein vierleitiger Lenkrad. Er hat dazu auch eine Musik, das heißt zwei Musiken, die haben wir beide hier vorliegen und wenn er soweit ist, gibt er uns ein Zeichen. You're ready, okay? Thomas, bitte die Musik ab für Karl Robinshaw aus England. Auch einen Lenkdrachenflieger. Er nennt sich Andy der Kiter. Er fliegt sogenanntes Multiple Kiting. Zwei Lenkrads, unabhängig voneinander geflogen von einem einzelnen. Was soll es zwei machen? Jawohl. Andy Platz Mini Variety Show. Ja, die Fische der österreichischen Kollegen sind immer noch alles mögliche Comicfiguren. Ja, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jawohl, sie sammelt. Jawohl. Und die Frauenquote ist ausgeglichen, sozusagen. Wunderbar, zwei haben wir schon, wir brauchen noch ein paar. Das heißt, eine Haarkur, die bei grünen Geldbeutel, die gratis sind, hohe Eier sind gut für die Haare. Mit zwei hohlen Händen versuchen, ein rohes Ei aufzufangen, was von der Drachenfähre abgeworfen ist. Ja. Wenn der Nadelleine ist und da in etwa. Geht los, Leute! Achtung! Auf geht's! Jawohl! Fangen! Ja. Nicht zukommen! Man muss die Hände auch zusammenhalten! So. Und den wunderbaren Regenbogen genießen. Geht's weiter. Mit dem Eiabwurf vom Drachen. Ja, jetzt schon nach oben. Jawohl, jetzt aufgepasst. Gut aufgepasst. Schön mit ihm. Jawohl. Ja, nicht weglaufen.